Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt hier im Trains in World 2. Wir fahren heute die Baureihe 185, Lokomotive 569-1 auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Ganz offensichtlich, ne? Sieht man hier bestimmt. Und wir fahren, wie gesagt, die 185 569-1 der MRCE Dispo. Stehen hier irgendwo bei Wuppertal. Eine Person in meinem Bekanntenkreis hat immer gesagt, asozial, scheißegal, illegal, Wuppertal. Nee, asozial, scheißegal. Doch, asozial, Wuppertal. Naja, wie auch immer. Ich habe natürlich nichts gegen Wuppertal. Möchte ich an dieser Stelle mal betonen. Unser Signal ist noch rot. Ja, warum fahren wir mit der 185? Einfach weil wir es können. Einerseits, andererseits aber auch, weil die 185 seit dem Rush Hour Update eine kleine Soundüberarbeitung bekommen hat seitens DTG, die an sich eine sehr, sehr coole Vorgehensweise war. Also das Soundupdate an und für sich ist ziemlich cool. Leider ist es nicht so ideal gelungen in der Umsetzung dann im Spiel, beziehungsweise bei der Portierung des Updates. Oder vielleicht wurde eine falsche Version von der Überarbeitung mit eingepflegt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist so ein bisschen was falsch an der Abmischung der Sounds. Aber wir springen mal in die Lok rein und dann könnt ihr mal selbst hinhören, was ich meine. Ja, ihr hört es schon, dieses Brummen im Hintergrund. An sich ist das ja eine sehr, sehr realistische Sache, dass es dieses Brummen hier gibt. Das hört man auch auf der 185 tatsächlich so. Das Problem ist, dass die Abmischung davon ein wenig schlecht gelungen ist und man dieses Brummen halt einfach viel zu laut hört. Ich habe extra den Ingame-Sound schon so ein bisschen runtergedreht im Video, damit es nicht ganz so penetrant ist, aber es ist halt trotzdem nicht so ideal gelungen. So, dann machen wir PZB-SIFA. LZB haben wir nicht an. Also der Sound kommt halt irgendwo daher. Wie genau dieser Sound eigentlich entsteht, weiß ich nicht. Irgendeiner von euch wird es vielleicht wissen. Falls ja, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. So, AFB machen wir an. AFB, AFB, AFB. So, auf die Pfirsich gestellt. Schön was los hier, ne? Auf Rhein-Ruhr-Osten. Mittlere Zugart ist aktiv. Heißt also vom Max 120. Wir dürfen 140 mit der Lok. Ah, wir rollen. Ah, nicht rollen. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ja, mit den Wagen dürfen wir auch 120. Das sind alles, glaube ich, die gleichen, ne? Ja. Okay, dann sind wir soweit, glaube ich, abfahrbereit. Das passt. Nee, Moment. So. Zuglinie, Bahnlinie, Zugsammelschiene. So, Zugsammelschiene aus. Wie der gute Think New Fly New immer sagt, die wollen ja nicht den Rangierer grillen. So, Bremse lösen. Und Leistung aufschalten.
ach, wir fahren gegen ein rotes Signal an. Das ist natürlich nicht so schlau. Das ist natürlich nicht so schlau, aber naja, gut, dann bleiben wir halt da vorne stehen. Ja, also dieses Summen ist halt schon irgendwie nervig. Huch. Das liegt nur daran, dass das Fenster offen war. Zwangsbremsung. Ach, jetzt sagst du das. Zugbeeinflussung. Interessant, Zugbeeinflussung. ich habe mich gewundert, warum. Warum der mich jetzt nicht hier die ganze Zeit angeschrien hat mit Zwangsbremsung, Zwangsbremsung. Hat er erst gemacht, als ich dann auf PZB freigedrückt habe. Komisch. Ist das so in Realität auch? Also das hat sich ja dann safe jetzt seit dem Update geändert. Es wäre natürlich interessant zu wissen, ob das jetzt gerade nur zufällig passiert ist oder ob das immer passiert ist. Wir machen mal Folgendes. Ich werde jetzt noch eine PZB-Zwangsbremsung versuchen zu bekommen, noch bevor wir das rote Signal hier überfahren. Hoffentlich. Einfach nur, um herauszufinden, ob sich das tatsächlich geändert hat. Also, dass der mich dann nicht die ganze Zeit anschreit mit Zwangsbremsung, Zwangsbremsung. Oder ob das jetzt nur so per Zufall war, in Anführungszeichen. Ja, ich hoffe nur, dass der Weg reicht. Könnte knapp werden. Ich sehe Schlechtes voraus. Tatsache. Ja. Aber interessant, oder? Und jetzt drücke ich auf PZB frei. Zwangsbremsung. Und jetzt sagt ihr mir Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Interessant, oder? Also das hat sich dann ja jetzt safe geändert. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das ja jetzt realistisch. Vielleicht ist das ja, wird das tatsächlich so gemacht, aber ich kann es mir kaum vorstellen. Oder? Ich meine, wenn man eine Zwangsbremsung bekommt, dann wird ja in diesem Sinne alles dafür getan, dass der Lokführer auch mitbekommt, dass er jetzt gerade eine Zwangsbremsung hatte. So, warum stehen wir denn eigentlich jetzt hier so lange? Also dieses Zoom finde ich echt nicht cool. Ich habe irgendwo in irgendeinem Forum mal gelesen, wenn man die Lok praktisch abbügelt, Zugbeeinflussung. dann ist das Brummen weg. Senken wir mal den Pantographen und Hauptschalter aus. Hätte ich zuerst den Hauptschalter aus? Ja, ich hätte erst den Hauptschalter aus, ne? Upsi. So, Pantos oben. Was passiert jetzt? Man hat es, falls ihr es nicht gehört habt, spult nochmal zurück. Man hat es in den ersten 1 bis 2 Sekunden noch gehört, als die Lok wieder praktisch zum Leben gekommen ist. Da hat man noch, glaube ich, gehört, wie der Sound eigentlich abgespielt werden sollte.
Und dann wird dieser Sound aber dann übertönt von dem, was wir jetzt haben, von diesem eher so, von diesem ziemlich deutlichen Brummen. Interessant auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon zwei Sachen herausgefunden. Wie der Sound nämlich tatsächlich vermutlich klingt, wenn das dieses Sound-Update irgendwann richtig integriert wird. Und die Tatsache, dass. Zugbeeinflussung. Warum sind wir denn jetzt in der unteren Zugart? Okay. Schön, dass ich sowohl das Ding als auch das Ding bedienen kann, aber nicht den PZB-Schalter. Dann mache ich das mal so. Aha, klappt immer noch nicht. Wobei, guck mal hier im HUD, da steht die 70. Warum steht hier dann die 55? Ich glaube, hier vorne endet die Map, oder? Hier geht es auf jeden Fall sehr, sehr steil runter. Ja, aber hier endet, glaube ich, auf jeden Fall die Map. Vielleicht ploppt der Zug gleich vor uns weg. Ah, vermutlich erst, wenn er hinter der Kurve ist. Na? Na? Können leider nicht noch weiter ranzoomen. Ne, Tatsache, ja. Ja, erst irgendwann hinter der Kurve. Duty. Mal gucken, ob wir jetzt fahren dürfen. Ja, also diese Folge ist halt auch weniger in diesem Sinne fahren, sondern vielmehr einfach ein bisschen testen, was so neu ist. Wir immer noch so ein bisschen an dieses neue Rush Hour Update gewöhnen, beziehungsweise an die Neuerungen, sich die Neuerungen mal angucken. So, Signal rot. Was ist da? Liegt da Schnee? Ich wusste gar nicht, dass die Hügel hier in Wuppertal so hoch sind.
passiert denn, wenn wir näher rangehen? Gar nichts. Okay. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Mods für die Strecke installiert habe. Vielleicht könnte es natürlich daran liegen, dass da irgendwas an irgendwelchen Texturen geändert worden ist und das hat dann hier jetzt irgendwas anderes kaputt gemacht. Keine Ahnung. So, mal gucken, was wir hier in dieser Station finden können. Streugut, war das nicht immer so ein Collectible, dieses Streugut? Okay, Signal ist immer noch rot. Aha. Interessanter Bahnsteig auf jeden Fall. Ist das überhaupt ein Bahnsteig? Nee, oder? Auch so ein komischer Lichtbug. Gut, ist jetzt nicht schlimm, ne? So ist mir ziemlich egal, stört mich nicht, aber. Oh, wir dürfen fahren. Nein. Ach, jetzt steht da die 70 wieder. Nice. Aber was steht im HUD? 70 oder 55? 70. Zugbeeinflussung. Wir hatten schon genug Zwangsbremsung heute, ich möchte nicht noch eine haben. Ups. Ich dachte, das lässt sich nicht bedienen. Habe ich gerade die... Oh, sag bitte, dass wir Leistung aufschalten können. Oh, verdammt. Ah, verdammt.
Ich sollte echt aufhören, hier rumzuspielen. DB. Machen wir folgendes. Hauptschalter raus. Zugbeeinflussung. Pantographen senken. Netz. DB. Bestätigen. Panto hoch. Hauptschalter close. Komm schon, liebe Lok. Kommst du Hauptschalter noch aus? Close. Hauptschalter ein. Ha, es geht. Guck mal, dieser nervige Sound ist weg. Also dieses Brummen. Also nicht, dass ich es in diesem Sinne wirklich nervig fand. Also ich finde es ja cool, dass das mit drin ist. Aber wie gesagt, die Abmischung ist halt nicht ideal dann im Endprodukt. Ich bin mir sicher, das wird irgendwann noch praktisch nachgefixt. Aber interessant, dass jetzt dieses Brummen weg ist. Gut, aber so richtig Lüfter und so hören wir jetzt auch nicht mehr, ne? Traktionslüfter an. Luftkompressor brauchen wir nicht. Okay, wir haben Rollgeräusche. Aber das war's. Na ja, gut, das ist meine Schuld. Ich habe halt die Lok ein bisschen genervt. Da darf ich mich jetzt nicht beschweren. Ich habe da zu viel ausgetestet und herumgespielt. Das habe ich verdient. Ich habe mich so viel jetzt über den Sound beschwert. Da kriege ich jetzt gar keinen Sound mehr. Also ich glaube zumindest, wir hören den Motor nicht mehr. Ja gut, also dieses Video war jetzt irgendwie nicht dazu gedacht, hier jetzt nur lauter Bugs und was weiß ich was rauszustellen. Aber wenn man halt mal 20 Minuten Zeit hat und auf ein Signal warten muss, dann muss man sich irgendwie die Zeit verbringen. Ich finde nach wie vor die 185,5 ist eine super Lok. Ja. Also ganz, ganz toll. Ganz toll gemacht. Und auch Rhein-Ruhr-Osten ist an sich eine super schöne Strecke, auf der ich sehr, sehr gern unterwegs bin. Nur, naja, es gibt halt eben manchmal, man muss ja das Spiel so zeigen, wie es ist. Ich finde jetzt keiner dieser Sachen, die ich jetzt an Bugs gefunden habe, in diesem Sinne sind jetzt wirklich, ja, spielzerstörend. Okay, gut, man kann halt vielleicht schon relativ schnell genervt sein von diesem Hintergrundbrummen, aber das habe ich ja auch mittlerweile neutralisiert durch ganz viel wildes Rumdrücken im Führerstand. Und an sich, was ich halt super schön hier an Rhein-Ruhr-Osten finde, ist einfach, dass so viel hier los ist. Also wenn man alle Layer hat, wenn man die ganzen anderen Add-ons hat, dann ist hier schon echt was los. So, und demnächst ist dann die Preserved Collection Crew von DTG dran, um Rhein-Ruhr-Osten einen Facelift zu verpassen. Und da hoffe ich sehr, auch wenn ich es nicht wirklich glaube, aber ich hoffe es sehr, dass
die ein oder anderen ICEs oder zumindest Intercities ihren Weg auf diese Route finden, beziehungsweise den Timetable. Sorry, musste kurz gähnen. Genau, dass Intercities den Weg in den Fahrplan von Rhein-Ruhr-Osten finden. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Wobei ich nicht unbedingt erwarte, dass das der Fall sein wird. Ich erwarte halt dieses Typische, ne? dass Rhein-Ruhr-Osten halt den neuen TSW-Himmel bekommt, beziehungsweise den TSW-2-Himmel, die Skybox und nicht die alte Skybox. Ja, ansonsten, dass man halt an der gesamten Bahnsteiglänge halt hochgehen kann. Ja, was machen die denn sonst immer? Fahrgastinformationssysteme. Und dann gibt es halt so jede Menge kleinere individuelle Bugs, die halt hier so auftauchen auf Rhein-Ruhr-Osten, die dann vermutlich noch gefixt werden. Vielleicht irgendwelche Sachen bezüglich im Szenario-Planner, dass man da vielleicht mehr Flexibilität hat, mehr Offenheit hat. So, Ankündigung auf 130. In 2 Kilometern. Mhm. Ja, ich bin übrigens überwältigt von den vielen, vielen positiven Kommentaren, die es unter den Videos hier gibt. Das ist der absolute Wahnsinn. Ein riesengroßes Dankeschön. Ich versuche wirklich jeden Kommentar zu lesen. Also, beziehungsweise ich lese auch jeden Kommentar. Zugbeeinflussung. Jetzt aber schnell runter. Na, es war etwas zu viel Bremskraft. Nicht stoppen. Nicht stoppen. Nicht stoppen. Nicht stoppen. Nicht stoppen. Nein. 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 Ah, verdammt. Na toll, hätte ich auch direkt eine Zwangsbremse kriegen können. Ein bisschen zu viel Zugkraft. Das werden die Kupplungen. Okay, gut. Andererseits, wir fahren gerade mit 2,6% bergauf mit einem extrem schweren Zug. Kein guter Zeitpunkt, um stehen zu bleiben. Ja. Das funktioniert ja hervorragend hier alles. Ich meine, ist das Signal wieder grün. So. Ja,
Die 185,5 wird ja auch dann nochmal mit Dresden-Riesa dazukommen. Also sprich, wer Rhein-Ruhr-Osten nicht hat, der wird sie mit Dresden-Riesa, sofern diese Person Dresden-Riesa kauft, bekommen. Was eigentlich ziemlich cool ist, ne? Also wenn man sich Dresden-Riesa kauft, hat man im Grunde genommen alles Wichtige an Rollenmaterial. Zumindest was die Loks angeht. Guck mal, wir haben jetzt auch wieder Motorsound. Das hat ja vorhin komplett gefehlt. Also vorhin, nachdem wir dann praktisch unsere Lok zum Schweigen gebracht haben. Zugbeeinflussung. So, was dürfen wir denn fahren? 120. Ich würde sagen, wir gehen so auf die 80 hoch. Viel schneller ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Ich meine, wenn wir anscheinend einen Zug hinterherfahren, dann werden wir ansonsten wieder ständig nur eine 1000 Hertz Beeinflussung bekommen. Ist ja auch ziemlich unwitzig. Okay, jetzt fehlen mir mit der 185 nur interessanterweise die Außengeräusche, so dieser Windsound. Er fehlt irgendwie, oder? Wobei, eigentlich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nö, keine Ahnung. Irgendwie schon, aber auch irgendwie nicht. Ah, gute Antwort. Hm. Naja. 13 Kilometer noch, bis wir in Hagen Freight Yard sind. Auch bekannt als Jagen. Hagen. Auch bekannt als Hagen Güterbahnhof. Oder Güterumschlagsplatz. Sag ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob der wirklich Hagen-Güterumschlagsplatz heißt, aber für mich heißt der jetzt so. Da werden halt Güter umgeschlagen. So, das ist Ennepetal, ne? Das kann ich mir irgendwann mal merken können. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber ja, vermutlich, weil dieser Bahnhof hier so schön in der Kurve liegt. So. Ich wollte im Führerstand bleiben, sonst kommt die nächste Zwangsbremse. Na gut, was heißt die nächste? Wir hatten ja eigentlich nur eine. Aha. Da sind Gleise. War ich schon mal auf diesen Gleisen unterwegs? Huch. Nee, Moment. Doch, da haben wir mit der 204, sind wir, glaube ich, da lang gefahren und haben dieses Szenario gespielt. Doch, stimmt. Das war doch mit der 204. Oder war die, nee, Moment, das Szenario mit der 204 war doch auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Und das andere Szenario mit der 204, wo wir rangiert haben, war in Köln. Ich muss mal mit meinem befreundeten Szenario-Hersteller bzw. Szenario-Ersteller mal quatschen. Denn das, also da steht eine 0, okay.
Denn diese Gleise da links haben Potenzial für so ein schönes, kleines, special-mäßiges Szenario. Da muss ich mal den Tom fragen, ob der da der Bock hat, ein Szenario zu erstellen. Sofern er das nicht schon getan hat und ich es komplett vergessen habe. Da hinten, da sind Gleise. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gutes Gedächtnis. Ach ja, genau. Wenn Rhein-Ruhr-Osten überarbeitet wird, dann werden auch vermutlich die Bahnübergänge funktionieren. Beziehungsweise die Schranken. Ups. Da ist die Maus ausgerutscht. Ja, schwierige Geburt, dieses Szenario heute. Siva. Nee. Das sehe ich nicht so. Da schon wieder. Das war doch vorher nicht so. Komisch. Ich muss nochmal gucken, ob ich irgendwelche Enhancement-Mods für Rhein-Ruhr-Osten installiert habe. Falls ja, muss ich die rausnehmen und dann nochmal spielen. Ich weiß nicht, ob ich da für Rhein-Ruhr-Osten irgendwas installiert habe. Komisch. Das war vor dem Update nicht da. Definitiv nicht. Das wäre mir safe aufgefallen. Ach, woher könnte das denn kommen? Ich habe auch für die 185 keine Mods installiert. Ich habe auch nichts an irgendwelchen Grafikeinstellungen verändert. Ja, vielleicht schreibe ich mal dem DTG Support und melde den mal diesen Bug, dann kann der vielleicht tatsächlich mit kann der eventuell von der Preserved Collection Crew tatsächlich schon gefixt werden. Das wäre natürlich cool. Übrigens genau das gleiche gilt auch für euch alle, wenn ihr da irgendwelche Probleme habt mit dem TESW. Die besten Menschen, die man dafür anschreiben kann, das der DTG-Support. Geht halt nur auf Englisch. Also ich glaube, das geht halt auch auf Deutsch, aber das dauert dann eventuell viel länger, bis man eine Antwort bekommt. Verständlich. Ist ja ein Unternehmen aus England. Ja, aber wenn man halt irgendwelche Probleme hat, wenn man irgendwelche Fehlermeldungen bekommt, irgendwo da halt eben solche Bugs sieht, wie genau diese komischen weißen Texturen, die da auftauchen, als seien wir hier in den Alpen. Sieht immer noch besser aus als Arosa. Na, dann sowas am besten einfach die TG melden, direkt. So, die können dann entweder einem sagen, was man dann machen kann, um es zu fixen. Oder es wird halt eben bei denen aufgenommen als ein gemeldeter Bug. Und wenn mehr Menschen einen Bug melden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass DTG diesem Bug eine gewisse Aufmerksamkeit schenkt, ja viel, viel größer. Ist ja logisch, ne? Wenn es mehr Menschen tatsächlich betrifft.
Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Wenn es mehr Menschen betrifft, dann ist ja auch irgendwo logisch, dass da die Prioritäten dann höher gesetzt werden, auch genau diesen Bug zu beheben. Gut, tendenziell meldet sich nicht jeder, wenn irgendeine Textur in irgendeinem Bahnsteig mal vielleicht flackert oder so. Ich glaube, ich meine, das ist sowieso jetzt nicht so das Allerschlimmste. Aber eben bei solchen Sachen, wenn hier die Berge plötzlich weiß sind oder die Hügel. Sind das Berge? Nein, das sind keine Berge, oder? Was ist die Grenze zwischen Berg und Hügel? Weiß ich nicht. Das klingt aber nach etwas, was man wissen könnte. Bestimmt gibt es da irgendeine ziemlich klar definierte Grenze. Hm. 600 Meter. Aber bei einer Höhe von 600 Meter ist es ein Berg. Sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Zugbeeinflussung. Okay, wir haben da 50 mit Ankündigung auf Pfirsich. Und es geht bergab. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Nein. Nicht anhalten. Nein, liebe Lok, fahr weiter. Noch 2 Kilometer, dann fahren wir hier an Jagen vorbei. Guck mal, da vorne steht eine 112. Nämlich die Weiße Lady 112. Ja, also bei Loks finde ich das echt cool, dass die zufällig ins in den Fahrplan praktisch hinein swappen. Die Repaints. Einmal über die Weiche rüber. Aber bei Personenwagen finde ich es überhaupt nicht schön. Also da muss es schon einheitlich sein, finde ich. Also zumindest jetzt, was Dostos angeht. Was haben die denn als Zugziel? Nicht einsteigen? Wuppertal. Dann sind auch alle wach am Bahnsteig. Jetzt hätte ich ja nicht den Ingame-Sound so runterdrehen müssen, ne? Jetzt, da wir in diesem Sinne normalen Sound wieder haben, also den ursprünglichen Sound, ohne dieses Summen im Hintergrund. Und beenden da vorne unsere Fahrt, wenn diese, ja, auch etwas chaotische Fahrt euch gefallen hat, dann würde es mich extremst freuen, wenn ihr beim nächsten Mal da einfach wieder mit dabei seid. Vielleicht dann auch mal wieder mit einer gescheiten Fahrt und nicht mit irgendwelchen unvorhergesehenen Sachen, wobei... Gut, wenn Dinge passieren, die unvorhergesehen sind, dann kann ich sie in diesem Sinne ja auch nicht beeinflussen. Aber dann hoffentlich wieder mit einer richtigen, gescheiten Fahrt. Zugbeeinflussung. Gut, hätte ich glaube ich nicht bestätigen müssen, ne? Genau, übrigens, ich bin kein echter Lokführer, also mache ich eventuell auch mal Quatsch, der nicht realistisch ist in diesem Sinne. Bitte seht es mir nach und bewertet mich nicht aus der Perspektive eines
echten Lokführers, der im Bahnbetrieb tätig ist. Denn davon weiß ich natürlich nichts. Gehen wir mal ein bisschen mit der E-Bremse rein. Nehmen wir den Leistungsschalter vielleicht raus, das wäre natürlich sinnvoll. An, am besten bevor wir das Signal überfahren. Ja, das passt, glaube ich, ganz gut. Nein? Du willst, dass ich weiterfahre, ne? Oh Gott. Moment. Müsste eigentlich passen von der Weiche her. Ich meine, gut, wir haben jetzt nicht diese Markierungen, wann eine Weiche beginnt und wann eine endet, aber so vom Lichtraumprofil her. Waren nicht diese Dinger interaktiv? Dachte ich zumindest. Na gut. Haben sie lösen. Ja gut, wir sind noch ein paar Meter vom Signal entfernt. Jo, nice. Gut, dann haben wir ein bisschen länger hierfür gebraucht als ich es ehrlich gesagt erwartet habe, aber kann ja mal passieren. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.